Hallo YouTube, ich bin Slat und ja, ich heiße dich recht herzlich willkommen. Nein, natürlich heiße ich dich recht herzlich willkommen zu einem ja kleinen neuen fetten wie auch immer LP und zwar Lords of the Fallen. Ich bin mal gespannt, wie das ganze Game aussehen wird. Wir starten jetzt auch mal. Okay. Ja, sieht ja schon ganz gut aus. Also ich habe Lords of the Fallen gerade das allererste Mal gestartet. Wir müssen mal ganz kurz gucken hier. Ich kenne das Game selber auch noch nicht. Okay. Ton. Ja gut, das können wir ja soweit alles anlassen. Untertitel werde ich auch definitiv einblenden lassen. Für alle, die da irgendwie noch mitlesen wollen oder den Sound ein bisschen leiser haben, wie auch immer. Gesundheitsanzeige, das lassen wir natürlich alles drin. Kameraempfindlichkeit, okay, die werden wir, denke ich mal, standardmäßig lassen. Geht mir automatisch an, wie sehen, das lassen wir erstmal raus, Macauen. Okay, was ist denn los hier? Wieder die übelsten Sprachfehler. Also, die Gegner automatisch anvisieren, das lassen wir erstmal raus. Das werde ich im Laufe des Spielgeschehens wahrscheinlich irgendwie eventuell nach Belieben nochmal ändern. Natürlich eines Gegners hier wechseln, alles klar. Controllerbelegung, ah, okay. Hier sind wir schon mal. Blocken. Okay, das werden wir auch wirklich alles in-game auch nochmal irgendwie erfahren. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Achso. Okay, man kann auch noch eine Klasse auswählen, scheinbar. Prügel, Trost, Unterhaltung. Warte mal, was ist das denn hier? Der meisterhafte Schläger überwältigt seine Gegner mit schierer Kraft und mächtigen Zauber. Okay, das ist ja wahrscheinlich so eine, Krieger-Mage-Klasse. Die zwielichtige Magie konzentriert sich darauf, Gegner zu täuschen und tödlich zu verletzen. Mal gucken, was der hier alles hat. Täuschung. Gebet. Ein bewegungsloser Klon, der die Gegner aus sich zieht. Erhöht die Energie. Regeneration. Phasenwechsel. Stich und Mimik. Okay. Aber was haben wir hier? Die Magie der Gelehrten umfasst hauptsächlich Defensivzauber, um dich zu heilen und zu schützen. Ja, das ist natürlich auch ziemlich geil. Also Heiler, da bin ich eigentlich immer ganz forsch drin. Aber wir wollen natürlich auch noch ein bisschen Schaden machen. Deswegen denke ich einfach mal, dass wir hier auf Täuschung gehen werden. Ausrüstungswahl. Schurkenset. Okay. Ja, wir sollten ja dann im Prinzip eigentlich vom Ausrüstungsset den Schurken nehmen hier. Diese überwiegend von Diem und Gorlan getragene Lederrüstung ermöglicht gute Beweglichkeit. Ein paar Dolche ist eine einfache, aber schnelle und tödliche Waffe. Abgerundet wird diese Ausrüstung durch einen V-Schild, der primär für Konter benutzt wird. Okay. Ja, das sollten wir natürlich definitiv benutzen. Alles andere ja hier auf Kosten der Beweglichkeit und hier Beweglichkeit und Verteidigung zusammen mit einer schrecklichen, stumpfen Waffe und einem hochwertigen Schild ist das Set einiger. Okay, okay, das ist für Multitalent. Ich glaube aber schon, wir werden hier mit dem Schurken-Set zocken. Mal, können wir denn auch das nehmen? Ja, und Tatsache. Aber macht ja im Prinzip eigentlich keinen Sinn. Von daher werden wir einfach mal damit zocken. Also mit dem Schurken-Set. Gucken wir uns das mal in der Zusammenfassung mal ganz kurz an. Also Ausdauer, Geschicklichkeit geht dadurch definitiv schon mal hoch. Das wird ja werden wahrscheinlich auch die Werte sein, die wir definitiv brauchen werden. Also Beweglichkeit auf jeden Fall. Und dabei eventuell noch ein bisschen Geschicklichkeit brauchen wir auf jeden Fall. Ausdauer teilweise auch. Und mal gucken, inwiefern wir Glück noch brauchen werden. Wir wählen das Ganze erstmal aus und schauen, wie es weitergeht im Ladebildschirm. Die geschicktesten Stabkämpfer profitieren nicht nur von der Länge, sondern auch von den
sondern auch den Mehrfachtreffern, die ein Stab erzielen kann. Aha, so ist das also. Gefallener Gott, Schöpfer und Zerstörer von Welten. Höre meinen Ruf! Meinen Ruf! Meinen Ruf des Widerstands! Eine andere Zeit, ein anderer Krieg. Warte, wir haben Steinwehr erreicht. Und so nähert sich die Suche nach Antanas ihrem Höhepunkt. Hoffentlich ist der, den wir suchen, den Blutzoll wert. So, gegen einen Roger anzutreten ist eine große Herausforderung. Um die Grundlagen zu erlernen, nähere dich dem Marodeur direkt vor dir mit LS. Okay, Tipp, wenn du jetzt keine Hilfe brauchst, drücke einfach B. Ah, okay, wir können uns ihm nähern. Ich weiß ja nicht, inwiefern das... So, Fokus. Die erste Regel im Kampf lautet fokussieren. Um deine Sinne und die Kamera auf einen Gegner zu fokussieren, drücke jetzt RS8 auf die zwei Klammern, die um die TP des Gegners erscheinen und den Signalton. Tipp, diese Strategie wird von unerfahrenen Kriegern oft vergessen. Ah, okay, boah, der hat schon mit seiner fetten Axt ausgeholt, der will uns ja jetzt gleich direkt wegsmashen hier. Blocken. Der einfachste Weg, nicht getroffen zu werden, ist zu blocken. Um deinen Schild zu heben, musst du LB drücken und gedrückt halten. Okay, jetzt muss ich das nochmal nachgucken. Hier, LB ist der hier. Tipp, nur manche Schilde können jeglichen Schaden blocken.
Okay, das haben wir schon mal direkt geschafft. Timing. Das Verhalten deiner Gegner folgt denselben Regeln wie dein eigenes. Sie können benommen gemacht werden, wie es der Mordeur ist. Dies ist das perfekte Zeitfenster für einen Angriff. Versuche einen schnellen Schlag mit RB. Tippe, Waffen ermöglichen unterschiedliche Angriffe, von denen sich nicht alle für jedes Zeitfenster eignen. Okay. Jetzt nicht aufhören. Wenn du RB erneut drückst, folgt der nächste Angriff sofort. Ausweichen ist ebenfalls eine sehr praktische Strategie, doch sie erfordert das richtige Timing. Drücke und halte LS auf eine Seite links oder rechts und drücke A. Drücke und halte LS auf eine Seite links oder rechts und drücke A. Ah, check. Harte Schläge funktionieren ähnlich wie die schnellen. Sie dauern nur länger und verursachen dafür aber mehr Schaden. Drücke RT, um dem Marodeur wirklich weh zu tun. Ah, okay. Du kannst jetzt mit einem weiteren schweren Angriff nachsetzen, indem du RT drückst. Nur zu. Es kann nichts passieren, da sich der Marodeur nicht rechtzeitig erholt. Tipp: Für den Rest des Spiels musst du das Risiko selbst einschätzen. Ja, das ist... Die zweite Regel im Kampf lautet Haushalt. Der orange Balken unten im Bild zeigt deine Energie an. Behalte sie beim Kämpfen im Auge. Sie regeneriert sich zwar, wird aber von den meisten Aktionen verbraucht. Ach ja, Glückwunsch zu deinem Sieg. Drücke A, um dein Abenteuer zu beginnen. Tipp für alle drei Balken unten. Gesundheit rot, Energie orange und Magie blau sind höhere Level möglich. Naja gut, wie blau sieht das eher Ganze nicht aus. Eher wie lila. Aber okay, sprich mit Caslo. Caslo kann dir vielleicht helfen, Antanas, den Anführer des Volkes, zu finden. Löwenherzpaket freigeschaltet. Jawohl. Und zwar habe ich, ich habe mir Lords of the Fallen heute gekauft. Und, da gab es auch direkt drei Karten mit dabei. Und, so Erweiterungskarten praktisch. Gut, schwere Rüstung. Okay. Also man kann scheinbar alles anlegen. Oh Gott, da werden wir in Ruhe durchschauen müssen, glaube ich. Das wird nicht so ganz einfach, habe ich das Gefühl. Okay, man kann die Bänke auch kaputt machen oder Gegenstände. Das ist ja auch schon mal was. Öffnen. Ah, man muss die Taste gedrückt halten. Au, da habe ich gerade einfach mal direkt instant die falschen Tasten gedrückt. Da habe ich ja die Blockentasten gedrückt. Energiesplitter. Heiltrank. Ah, okay, da kann man also wechseln. Okay, damit ist generell Ausweichen angesagt. Okay, also wie gesagt, ich muss mich ja erstmal noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Warum hat er denn... Kann man das hier nicht öffnen oder so? Wahrscheinlich eher nicht. Okay, wir dürfen auf jeden Fall nicht vergessen, immer zu fokussieren. Boah, wie er uns gerade wegsnackt. Ich habe vergessen, wo man blockt. Ist das LT oder nicht? Wo war denn Blocken? Okay, das war ein schwerer Angriff. Das auch. Ja, wie gesagt, ihr merkt schon, ich bin immer noch nicht so ganz fit hier. Leise zu sein eignet sich nur, um Kämpfe zu vermeiden, sondern können ja auch einen Vorteil zu verschaffen. Für viele Kämpfer entscheidet dies über Sieg oder Niederlage. Okay, und wie schleicht man? Okay, hat irgendwie war das gerade komisch. Es ist in mir und es verändert mich.
Teufel? Die Knochen bewegen sich. Sie wachsen. Es fühlt sich nicht wie Gift in meinen Adern an. Eher wie flüssige Finsternis. Wir haben bei den anderen schon gesehen, was als nächstes passiert. Erst lässt das Augenlicht nach. Dann folgt der Verstand. Bruder William, Bruder Peter und ich werden nicht zulassen, dass die Krankheit uns überwältigt. Wir wählen den Tod, bevor ja, er uns ja, bin ich mal gespannt. Boah, da hat er uns direkt erstmal einen mitgegeben hier. Und ich habe das Gefühl, dass wir gleich direkt schon sterben werden. Weil ich einfach überhaupt nicht auf der Kette habe hier. Vor allem, ich weiß noch nicht, wie man so einen Heiltrank benutzen kann. Irgendwie funktioniert da noch nichts von. Vor allem habe ich überhaupt gar keinen Plan, wo wir hier hin müssen. Ich bin da vorhin gerade einfach durch die Tür durchgelaufen. Weiß ja nicht, sieht er uns? Jo, da konnten wir gerade blocken. Das hat ganz gut funktioniert. Allerdings zieht uns das trotzdem immer einen minimalen Teil ab. Lieber Vater, die Feuer am Horizont breiten sich in Richtung unseres Dorfes aus. Ich flehe dich an, gib Acht. Etwas Böses geht vor sich, das kann ich spüren. Du kannst jederzeit hier im Kloster Zuflucht suchen, was auch immer geschieht. Antanas kann uns retten. Bitte. Kein Problem, das kriegen wir alles hin. Ich möchte jetzt erstmal nur wissen, wie man hier sich einen Trank einprügeln kann. Charakterentwicklung, okay, da habe ich überhaupt von alles noch überhaupt keinen Plan. Aber Inventar, hier Heiltrank. Stellt deine Gesundheit. Gibt es dafür keine Favorit umschalten? Ja, okay. Wo ging das denn jetzt hier? Okay, irgendwie habe ich keine Ahnung, wie man den benutzt. Ja, ich sprich mit Caslo. Caslo ist unser primäres Ziel. Ja, das ist ja alles gut und schön. Dennoch würde ich gerne wissen wollen, wie man hier die Heiltränke benutzt. Denn da habe ich keine Ahnung von. Okay, da oben ist auch noch so ein Fetter. Das deckt uns dann doch bestimmt weg, ey. Ich glaube, wir sind hier auch noch komplett falsch. Ich renne jetzt einfach mal zurück. Ah, okay. Sprinten können wir auch, aber das geht auf unsere Ausdauer. Das habe ich mir nämlich auch schon fast gedacht. So, hier waren wir jetzt. So, wo ist Caslo? Caslo, keine Ahnung. Wir gehen einfach mal die Treppe hier rauf. Und checken hier jetzt erstmal alles ab. Aber wir mussten da wahrscheinlich schon her. Der Weg da war da wahrscheinlich schon ganz richtig. Ich weiß ja nicht, bekommt man hier irgendwas für, wenn man die Gegenstände alle zerstört oder sowas? Aber wahrscheinlich eher nicht. Ach, das ist doch Caslo hier, oder nicht? Das müsste Caslo sein. Diese Kreaturen kommen immer wieder. Wir wehren sie ab, doch es sind zu viele. Es ist widerwärtig, wie sie sich bewegen. Die Glieder drehen und biegen sich auf eine Art, wie sie es nicht sollten. Und der Geruch, es ist, als ob Feuer und Tod einem in die Nase kröchen. Eine der Kreaturen spuckte uns im Kampf an. Der Speichel traf mein Auge. Es brannte. Und ja, das ist natürlich sehr bitter. Der wird dann wahrscheinlich sagen, ein Augenlicht verloren haben. Aber, ja, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal einen ganz, 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 ganz minimalistischen, kurzen Break. Und, danach werden wir mit Caslo sprechen und werden dann einfach mal schauen, was ja, Gutes, Weiteres auf uns warten wird. Und bis dahin, sage ich mal, haltet die Ohren steif und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, Gruß, euer Latt.